Wir haben die Inventarsortierung hinter uns und sind zurück auf unserem Schiffchen, wo wir einen neuen Planeten gefunden haben, habe ich gehört. Ja, Kapitän. Ja, für wahr. Herzlich willkommen zurück auch von mir bei Starbound. Ich habe hier einen großen, vorwiegend blauen Planeten gefunden. Ich hoffe, der taugt. Der hat auch einen Mond übrigens. Deswegen hoffe ich mal, der ist ein bisschen erdähnlich. Verstehst du, Roboter? Ich bin verzweifelt. Hier, meine Tränen. Sieht man nicht, weil ich gerade so ein Tuch vor dem Gesicht habe. Lass uns fliegen, Herr Kapitän. Bitte was? Was? Du kannst die Tür nicht schließen. Oh. Achso, ich habe ja gerade wieder ein bisschen... Ich habe Holz gesmeltet. Zack, die ist durch zum Glück. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt noch übrig? Ich habe 416, du hast 200 und... Es wird langsam ein bisschen knapp. Langsam wird's knapp, ja. Unsere Reise zu einem heimischen Planeten. Ich komme mir langsam vor wie Kampfstein Galactica. Wir suchen die Erde. Ja. Verdammt, das muss doch irgendwie möglich sein. Und den ganzen Tag läuft nur Quatsch im Fernsehen. Irgendwelche Affengesichter. Aber wir haben mal so während der Aufnahmepause so zwei, links und rechts zwei Kameras installiert, damit man das hier auch mal filmt. Soll ja auch ein bisschen, NSA-freundlich sein. War das während der Aufnahmepause? War das nicht... Nee, das haben wir während der Aufnahmepause gemacht. Ja, na gut. So, da hinten ist der Mond, den sieht man gerade. Und hier unten, ich hoffe einfach nur, Bitte. Oh, das sieht doch wieder scheiße aus. Das sehe ich doch schon auf den ersten Blick. Hier schon wieder Toxic-Pampe. Ui, man fliegt aber ganz gut. Och, das darf doch nicht wahr sein, Alter. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Wir haben kein Glück mit Planeten. Nee, überhaupt nicht. Immer diese Toxic-Dinger. Boah, und vorher hatten wir die gar nicht. Und jetzt kommt mir das so vor, als hätten wir die nur noch. Das kommt mir vor, als hätte ich bei irgendeinem Spiel den Kopierschutz falsch eingegeben. Na super, und dann lande ich direkt in diesem einen Popel. Na. Zum Glück haben wir aber einigermaßen genug Bandagen dabei. Nimmst du Holz mit? Ja, nur vorsichtshalber schon mal. Oh ja, dann mach ich die auch nochmal. Was man hat, das hat man, siehst du? Verstehe. Wir müssen ja jetzt scheinbar noch ein bisschen rumreisen, da brauchen wir auch Holz. Ach, wie ärgerlich das einfach ist. Achso. Juhu, Massenrodung. Ich wünschte, es wären wenigstens 5 Holz, die eine Kohle geben und nicht 10. Das wäre schon mal wesentlich angenehmer. Das würde einiges wesentlich einfacher machen. Aber wir brauchen halt auch ein eigenes Haus. Mit einem eigenen Wald. Was kostet der Flug so im Durchschnitt immer, wie wir immer fliegen so? Das kommt immer drauf an, wo man fliegt. Ich reise ja meist ein bisschen weiter und da kostet das einfach mal direkt irgendwie so 200-300 Fuel. Was aber nicht direkt heißt 200-300 Kohle, sondern ich weiß gar nicht, wie viel Kohle ein Fuel ist. Keine Ahnung. Müssen wir mal austesten. Wir kommen in Frieden! Matsch! Frieden! Dass die Haselnuss gleich anfängt zu singen. Ach Mann, ey, das darf nicht wahr sein. Da unten ist ein süßes Wolle-Schaf. Oh. Naja, dann laufen wir den Planeten mal ab, in guter alter Tradition, Schnauze da unten. Ich hab schon fast gar keinen Bock mehr, die Gegner irgendwie anzugreifen oder mit denen zu kämpfen. Ja, ich bring halt ein paar Pixel, aber das war's auch schon. Ja, lohnt sich im Grunde genommen gar nicht. Wirklich Stress schieben die ja nicht. Ich sehe nur Knochen fliegen. Zum Glück nicht meine. Oh, ein Stück Fleisch ist auch immer wieder schön. Eine Kiste, wo bestimmt ganz tolle Sachen drin sind, hier im Alpha-Sektor, wo wir noch rumhängen. Oh, da ist wirklich ein bisschen was drin. Ich glaube, wir fliegen gleich weiter, oder?
Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, hier jetzt rumzulaufen. Wahrscheinlich finden wir irgendeine Stadt oder ein Haus oder sowas. Ja, und dann sammeln wir wieder alles ein, aber... Nun müssen wir das Inventar sortieren. Ja, das ist ein Teufelskreis. Ja, aber wirklich. Und so richtig glücklich ist man damit ja momentan nicht. Es stagniert gerade ein wenig, habe ich das Gefühl. Aber das liegt natürlich nur daran, dass wir keinen Heimatplaneten finden. Oh, ein Labor. Wie überraschend ist denn das? Hey. So, ich habe keinen Bock. Ich habe nicht mal Bock, hier was mitzunehmen. Ein Akkordeon. Ja, willst du das haben? Du bist doch der Musikaffe. Entschuldige. Die Kiste nehme ich mit. Den Rest, den lassen wir eng an. Ja, scheiß mal drauf. Hier, die Früchte nehme ich mit. Und Samen zum Einpflanzen, damit wir in unserer neuen Behausung in 50 Folgen endlich schon mal ein kleines Feld bauen können. Freue mich schon, wenn wir den ersten Samen in den Boden stecken. Was? Bitte was? Es wird schön. Ich werde ihn ganz tief vergraben. Bis zum Anschlag. Was denn? Damit er prächtig wächst? Ja, natürlich. Und dann schön drüber gießen, damit er Wasser bekommt. Natürlich, das muss ja sein. Und später nochmal ordentlich mit dem Trecker rüber. Hey, ein Vogel. Boah, ist überall so eine Kackvögel, ne? Ja. Dieses Palk-Fiction. Dieses Pack, meine ich. Ach hier, guck mal, eine Blumenwiese nehme ich mal. Oh, Alter, hier ist aber schön mit Blumenwiese. Ja, ist ein schöner Berg auch, aber ansonsten... Naja. Hua, ich pflück so gerne Blumen. Und du Lebewesen aus der Luft. Ach, Ozzy Osbourne hieß der Typ übrigens mit der Fledermaus. Ja, habe ich inzwischen, habe ich es in den Kommentaren gelesen. Das fiel mir echt nicht ein. Nee, mir auch nicht. Liegt vielleicht daran, dass das so ein unbedeutender Typ ist. Ja, oder vielleicht auch schon 100 Jahre her. Ja, genau, das kann auch sein. Boah, was für eine schöne Blumengegend hier, ne? Wäre doch schade, wenn jemand vorbeikommt und einfach alles mitnimmt. Ist das da unten der Kuckucksklan oder was? Das sieht echt so aus. Boah. Ja, auch so aggressiv, ich glaube, das kommt voll die Albinos da unten. Ja, hier Außerirdische raus. Merkst du schon, wie unwillkommen wir hier sind? Ja. Wieso nehme ich die eigentlich mit hier, die Dinger? Ich hoffe ja. Ich weiß es nicht. Wir haben noch Platz in der Kiste dafür, vielleicht deshalb. Ja, wahrscheinlich ja, weil wir noch keine Tausender-Stacks haben pro Ding. Ich laufe schon mal ein bisschen voraus und gucke, ob da noch irgendwas kommt, aber ich glaube. Ich glaube, das hat sie schon gegessen hier einfach. Blumen pflücken. Ich widme mich den schönen Dingen im Leben. Und du? Ich warte, bis du hier bist und geh dann weiter, weil da ist mir so ein riesiger, großer Dingens, wo du immer drauf drückst. Ach so, deswegen wartest du da? Ja, aber ich lauf weiter einfach. Das ist jetzt gar nicht die Chance. Ach so, ich dachte, du wartest da auf mich, damit du das bei mir machen kannst. Nee, das hätte ich ja nicht angekündigt. Das hätte ich so verkackt dann einfach. Ach so, naja, dann ist ja gut. Klappt auch nur beim ersten Mal, glaube ich. Alter, ist ja viel, wie viele Blumen das hier sind. Ja, da kommen noch viel, viel mehr den ganzen Weg entlang. So, erstmal die Tiere hier ins Gras dreschen. Ach, hier ist das Ding, was du meintest. Alter, wie viele Blumen sind das denn? Das können die doch nicht machen, Alter. Meine Taste E geht schon kaputt. Kann ich die hier nicht einfach so abernten? Nee, geht natürlich nicht. Hui. Oh, ich habe 30 Pixel für ein Monster gekriegt. Ja, dann bleiben wir doch auf diesem Planeten, wenn es dir so gut gefällt. Machst du schon gut? Boah, Alter. Oh, was ist das denn hier? Cool. Eine Handvoll nichts. Eine Handvoll nichts? Ja, gar nichts. Wie viele Blumen hier sind. Außer Blumen. Hier kommt überhaupt nichts. Hier ist nicht mal ein Haus oder sowas. Das ist einer der besten Planeten überhaupt. Dafür haben wir ganz viele Blumen. Alter, wie viele das einfach mal sind. Wenn man die alle abpflücken will, ist natürlich vorbei.
dachte halt, es bringt irgendwas, wenn man die hat. Weiß nicht, was kann man. Ist das ein Färbemittel wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich kann man daraus dann Färbemittel machen und dann haben wir ganz tolle Sachen. Haben dann zwei Färbemittel gebraucht, aber 1000 Blumen gepflückt. Du klingst so motiviert. Ja, ja, ja. Hab ich mal die Kohle hier mit gerade? Ja, ja, ich komme bestimmt auch irgendwann mal. Oh. Was denn? Scheiße, ich hab aus Versehen auf so ein Ding gedrückt. Auf was für ein Ding kann man denn beim Kohlesammeln drücken? Ja, so ein Ding war da ganz in der Nähe gewesen. Wo diese Giftwolken immer rauskommen. Ah, ich glaube, du warst hier. Nee, noch weiter vorne war das schon. Aber egal, komm, hier kommt eh nichts. Ich geh jetzt aufs Schiff und... Was? Ich hol dir grad rein. Hier ist noch mal Kohle. Die hol ich mal eben. Frustrierend ist das doch. Ach, Alter, wir haben echt null Glück. Das darf doch nicht wahr sein. Da wünscht man sich irgendwann mal mehr Florana. Hey, hast du die Kiste gefunden? Nee, kann sein, dass ich da noch gar nicht war. Das geht schon weiter bis wie ich. Okay, da ist eine Waffe drin. Bestimmt epochal. Ja. Sag mal, wie? Das ist eine legendäre Waffe. Wie in Skyrim, das Gefühl gerade. Oh, eine Affenstadt. Wow. Siehst du die Begeisterung in meinem Gesicht? Ja. Ich war nicht sicher, ob es Ablehnen, Langeweile ist oder Begeisterung. So, ich sammle in der Affenstadt noch mal Pixel ein, ne? Ja, ja. Bist du schon da oben? Naja, ich sortiere gerade mal momentan die drei, vier Sachen aus, die ich da eben noch gefunden hatte. Okay, also ich baue hier mal nichts ab in der Affenstadt, sondern ich sammle hier einfach nur mal Pixel ein. Kann ich vielleicht in der Zeit mal diese Raffinerie bauen? Ich habe auch so eine Bombe geworfen, statt einen Heiltrank zu nehmen. Oh. Die Raffinerie... Raffinerie? Wieso kann ich das nicht aussprechen? Die Rafferin... Alter! Willst du mich verarschen? Also die Raffi, ne? Die Raffi können wir ja eh nirgends aufbauen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Verdammt. Hey, Affenball. Man kann sich auch ein Haus aus Knochen bauen? Ja, das geht auch. Ach, der Vogel hat gerade auch aber einen Affen gekillt hier. Hat der Vogel einen Affen gekillt, aber ich krieg die Pixel. Bin schon wieder bei über 7000, krass. Diese NPC-Städte lohnt sich voll, wenn man die ausnimmt. Ja. Haben wir ja früher nie gemacht. Ja, waren wir ja was, noch nett. Was passiert, wenn ich jetzt ein Bömmchen dahin werfe, wo die alle stehen? Ich meine natürlich... Ach, okay. Doof gelaufen, war. So. Oh, hat schon keiner gehört. 100 Pixel pro Wache, das ist natürlich geil. Da kann man sich echt nicht beschweren. Nee, 100 Pixel ist okay. Ne? Mann, jetzt möchte ich schon wieder die ganze Scheiße hier abbauen. Was ist denn los mit mir? Nein, lass es. Ich möchte zumindest eine Bombe in die Affen werfen. Das darfst du. Na los. Bums. Bums macht es. Jetzt. Juhu. Soll ich jetzt den Knaller zünden? So. Vorhänge. Aber das können wir ja auch einscannen. Und dann einen 3D-Printer drucken. Mit diesem Ding braucht man ja eigentlich von allem immer nur eins, oder? Ja. Und vor allem brauchst du auch noch keinen Lagerplatz mehr. Eigentlich nicht. Alter, wie viele Leute? Hey, hier liegt noch eine Truhe.
Ich will mal ganz kurz den Bogen ausprobieren. Affenjagd. Der Bogen ist ziemlich gut, muss ich sagen. Der macht gut Schaden. Ja, nicht bei den Affen. Nicht? Irgendwie nicht so. So, die Wache klemmt gerade fest. Naja, dann hau ich mir erstmal ein bisschen was rein hier gerade. Wieso habe ich die Bandagen eigentlich auf der 8, nicht auf der 6, wie sonst immer? Was sind das hier für komische Dinger? So. 8000 Pixel. Na Junge, auf den Kopf. Du wirst hier bei dir auch plötzlich so gelb auf dem Planeten. Mit Abend, ne? Oder? Ja. Wo bist du denn? Ich bin mal nach links gelaufen. Mal gucken, ob ich da irgendwas finde und sammle ein bisschen Holz und versuche irgendwelche Brains zu instructen oder sowas. Genau. Mach mal. Alter! Was denn? Gut jetzt. Manche machen echt Schaden, manche Viecher. Ja. You killed Cap Banana. Mhm. Ich hab das Gefühl, es sind ja eh bald ein paar Mietwohnungen frei wieder. Oh, jetzt habe ich außerdem draußen die Affen getroffen. Naja, egal. Mit der Waffe ist das so ein bisschen überschwänglich. Hier unten sind auch schon alle tot. Über 9000 Pixel. Hör auf zu springen, Junge. Das ist echt schon krass teilweise. Also eine Affenstadt lohnt sich echt. Aber baust nichts ab, ne? Nee, um Gottes Willen. Also nur das, was automatisch mit in Luft gesprengt wurde, aber den restlichen Krempel, die jetzt noch komplett auseinandernehmen, ich glaube, da ist vorbei. Ja, wir hatten eine Affenstadt, ne? Das hatten wir vor ein paar Folgen, hatten wir das mal. Genau, eine haben wir schon auseinandergenommen. Ah ja. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz in Kisten und Truhen oder sowas, falls es hier sowas gibt. Aber ich glaube, die dürfen ja auch keinen eigenen Besitz haben. Das hier sind die Bürohäuser. Boah. Ruckel die Zuckel. Auf diesem Planeten gibt es echt fast nur Blumen. Das ist krass. Was theoretisch eine schöne Sache ist. Das stimmt, ja. 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 Hm, ist ja schön. Bin begeistert. So. Die Bücher sammle ich auch nochmal raus. Und ich spiele Klavier. Die dann Flügel? Ja. Den kannst du mal mitnehmen, oder? Ich glaube, wir haben schon einen. Ah, okay. Ach ja. So. Einwohnerzahl 0. Ach, die Kühlschränke können wir auch mal durchsuchen. Essen kann ja nicht schaden. So, zack. Dieser 70er-Jahre-Flair hier überall. So, ich glaube, da bin ich schon wieder am Ende der Stadt. Nee, doch nicht. Da ist wieder ein Flügelchen, da steht ein Kühlschrank. Hier ist ein bisschen kleiner das Haus. Wahrscheinlich ein bisschen exklusivere Wohngegend. Zwei Weinträubchen. Und noch La Résistance. Wie dann die Bücher sammle ich ja immer. Diese Codex-Bücher finde ich mal toll. Ja, wenn man den mal komplett hat, ist bestimmt interessant. Mhm. Ist auch ganz geil, so in diesen irgendwelchen Gefängnissen oder sonst irgendwas, wo dann zufällig auch mal welche Bücher verteilt sind, die noch so ein bisschen Geschichte erzählen. Was da passiert ist oder was jemand da erlebt hat und sowas. Das ist ganz cool. Dass man sogar auf sowas geachtet hat bei Starbound, finde ich krass. Ja, soll nicht sogar auch noch eine komplette Story mit eingebaut werden? Mit Quests richtig und sowas? Das weiß ich nicht.
Wäre eigentlich auch ganz cool. So Quests wären cool. Die fehlen so ein bisschen, aber auch nur. Das stimmt allerdings. Oh, da ist noch ein Kühlschrank. Ich räume nochmal alles aus und dann beam ich wieder hoch. Dann suchen wir den nächsten Planeten einfach. Ja. Ach, guck mal hier. Vegetarier-Suppe und Bananen. So, ich glaube, hier sind noch die... Ach, da unten lebt ja noch einer. Was? Der am Foltertischelein. Oh. Der hatte nur 74 Pixel dabei. Ne. 9000... zum Affengericht. Alter, jetzt habe ich 9450 Pixel. Also, von dem Aspekt her lohnt es sich jetzt echt, so die Städte auseinanderzunehmen. Ja, wenn man auf dem Planeten eh nicht bleibt, kann man das ja eh machen eigentlich. Eben. Es gibt ja genug. Sagen wir mal ehrlich, es gibt genug Planeten und genug Städte, die auch alle recht ähnlich aussehen. Gibt es denn, kann man, also könnte man theoretisch den alle Planeten bereisen oder sind die unendlich weitergeführt immer? Es gibt, glaube ich, alle, du kannst alle bereisen, aber es sind halt, ich glaube, Millionen von Planeten. Also das ist krass, schon eine Herausforderung in sich. So, die ganzen Waffen von den Wachen, die brauchen wir eh nicht mehr. Hier habe ich noch eine Wooden Door aus Versehen mitgenommen. Die Waffen sind alle kacke. Vielleicht fliegen ja doch wieder im Beta-Sektor. Ach man, ich bin verzweifelt einfach nur. Da würden wir bei solchen Raids vielleicht wenigstens noch ein paar gute Sachen finden. Ja, das stimmt. So, New Codex, was habe ich da jetzt gefunden? Mist, habe ich immer vorher den Titel gelesen. A pamphlet with a footprint on it. Ah ne, La Resistance war das gerade. By Hiraki Corral, Hylottel Adventurer. Ach, Hylottel Adventurer. Turns out the Apex Resistance fellows are rather nice. They've given me a room of my own and even locked the door in case the mini-knock storm in and out endanger me. So thoughtful. Earlier I pulled out my rocket launcher to show them the type of weaponry they should be considering and it caused such a ruckus. I've never seen Apex get so excited. One of them was so eager he tried to grab it from me and we had a little accident involving an RPG and the front of the HQ. Oh, da ist ihm wohl ein kleiner Unfall passiert mit dem Raketenwerfer und dem der Front vom Hauptgebäude. Achso, das war's aber auch schon. Ja, das war... Diese Unfälle passieren, das wissen wir doch. Hast du das nicht letztens auch erst noch gehabt? Vor der Haustür, war da nicht was? Ja, in Dingens vor allen Dingen. In so einer Pflanzenstadt hat man das auch... Da sind wir hingefallen, plötzlich waren alle tot. Diese Dinge passieren. Ja, da steckst du auch nicht drin. Nee. Mein Apex-Poster... On the poster, Big Ape, here depicted as a buff gorilla, is doing a thumbs up sign. Below the picture, the text reads, bigger is better. Big Ape is watching. Das ist ja natürlich ein spannender Eintrag. Dann habe ich hier noch Apex Headline. So, mal gucken, was haben wir nochmal? Apex Headline, nur mal kurz gucken. Hallo? Core Resistance Cell captured. Big Ape triumphs again. Also die Affen versuchen immer den Widerstand zu brechen. Kleine Revolutioner-Affen, wa? Ja. Boah, Alter. Jeweils knapp 300 von jeder Farbe bei den Blumen. Das packe ich aber schön in die Kiste. Dann sieht's gut aus. So. Da freust du dich doch bestimmt, dass ich in der Kiste gerade jeweils 10 blau und gelb nochmal gefunden habe, oder? Geil. Das ist der Hammer. Dann mach mal richtig einen drauf. So, das Akkordeon... Ach du Scheiße, ey. Ja, das muss da bleiben. Das ist... So, wir haben nur 25 normale Kisten. Da wird langsam knapp. Nein! Fuck! Hm? Du musst mal hochbeamen. Mir ist ein Malheur passiert. Oh nein. Will gar nicht. Bitte. Alter. Oh Gott. Scheiße, wir brauchen dringend einen Planeten. Alter, und ich muss dringend die Waffe wechseln. Ich kann mit der nicht mehr oben am Raumschiff rumlaufen. Ich habe aus Versehen nur mal linke Maustaste, bin ich drauf gekommen und dann war... Ich will nichts hören. Hier oben. Alter, ich hatte gerade mein Inventar leer.
Also ich habe zum Glück so fast nur die Baustoffe eingesammelt, worüber ich sehr glücklich bin. Ich habe den ganzen dreckigen Scheiß. Oh. Juhu! Warte, na, dann machen wir es aber anders. Vielleicht gleich Doppelschicht? Geht nee, natürlich geht nicht, wenn man drunter steht. Achso, weil die Schleife da ist. Scheiße mal auf die Schleife hier. Weg mit dieser schwulen Schleife. So, jetzt... Na komm, komm, die nehme ich. Kann sie auch ins Haar flechten, wenn du willst. So, pass auf. Jetzt nämlich, wo sind denn die anderen... Nee, ich habe die Kisten hier. 1, 2, 3. Blau. Und jetzt nämlich können wir nämlich sagen... Oh, scheiße, ey. Wie ärgerlich ist das denn jetzt schon wieder? So. Ich pack dann schon mal die Waffen hier rein. Ich glaube, Rohstoffe hatten wir hier in so einer anderen Kiste, ne? Die nebendran stand. Ja. Ach ja, ach die. Ja, die stimmt. Die waren ja auch noch da. Und das ja, die können wir aber bestimmt nochmal hin, oder? Ich probier mal. Schmeiß die jetzt erstmal irgendwie da rein. Zack, zack, zack. Eine Waffe habe ich weggemacht, weil die war eh scheiße. Ja, da passt keine Kiste hin, ne? Ne. Ach, jetzt passt die nicht mehr hin, weil ich da oben doppelt gemacht habe. Ja, aber dann so haben wir ja mehr Platz da oben, ne? Das stimmt. So, grün, dann hier blau, dann da blau. Und gelb und... Soll ich einfach mal die Old Chests da oben hinstellen? Ja, haust, egal, ne? genau, haust einfach mal die da hin. Ach, Mann, ey. Entschuldigung. Upsi, war ich das etwa? Wo sind die? Ach, die Blütenblätter hast du teilweise noch, ne? Ja, kann sein, ja. Ah, okay. Dann brauche ich die gar nicht suchen. Sortierst du dann schön mal ein, ne? Ja, mach ich. Super. Da passen nur zwei Kisten hin da oben. Hä? Ah, okay, dann müssen wir die Lampe wegmachen, dann geht's. Ah, okay. Juhu! Ich wünschte, ich könnte mich freuen. So. Dann packe ich mal die Rohstoffe ganz links in die Kiste, ne? Okay. Rechts daneben. Und in die ganze rechts packe ich mal so Baumsamen rein. Pausen. La la la. A, B, C. Die Katze lief im Schnee. Hä? Achso. Und in daneben packe ich auch nochmal Baumsamen rein. Einfach weil es scheinbar nötig ist, dass wir da mehr Platz haben. Was ist das denn für eine Assi-Waffe hier gerade? Habe ich da noch 5 Eisen und 5 Silber. Ne, 5 Silber und Silber. Da oben habe ich auch noch irgendeine Waffe, die kann auch weg. Die nicht, die ist eigentlich ganz gut. Welche waren das hier nochmal? 27, la 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 la. 24. Was ist das denn hier? 13, 7. Ich schmeiß mal ein paar Waffen auch weg, ne? Ja, ja, hau weg. Also 9 Damage. Es sei denn, du willst die behalten mit 9 Damage. Ah. Oh, ich schmeiße weg. 14 Damage, 12. Das ist doch alles hier. Pipifax. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Nein. Nimm die Finger da weg. Nicht im Schiff, hoffe ich. So, komm, den Rest lasse ich mal drin. Und ansonsten habe ich, glaube ich, fast alles wieder aussortiert. Ich habe mal hier unten in so eine grüne noch so eine Mixkiste gemacht, wo die Bilder und sowas drin sind. Okay. Und ich glaube, die waren vorher auch hier in irgendeiner Kiste. Das Glas hast du noch, ne? Glas? Habe ich das noch? So, Cobblestone, Gravel schmeiße ich mal weg. Das brauchen wir eh niemals. Nee, also Glas habe ich nicht. Nee? Nee. Dann haben wir nur noch 3 Glas. Da war noch, wir hatten noch 1000er Stack Glas. Ach nee, das ist unten, 132. Ah, die Baustoffe sind unten links in der Kiste noch. Hä? Bin ich das? Oh, warte mal, mein Wecker klingelt. Ich muss aufstehen. So, warte.
Dann esse ich mal gerade was. Gib dem Affen Zucker. Boah, Alter, die Dinger sind ja richtig gut, diese Avesmingo. Ja? Die sind richtig gut. Machen die Hälfte vom Hunger zumindest schon mal weg direkt. So, dann haben wir unten Baustoffe und oben Baustoffe. Macht ja nichts. Nee, das reicht schon. Wir haben eh so viel Kram. So, zack, Bücher habe ich mal zu den Baustoffen gelegt. Was habe ich jetzt hier noch? Wooden Platforms. Hast du das Glas unten rausgeholt jetzt? Ja, ich habe da noch den Rest Thatch reingetan, dass das zusammen ist. Ah, okay. So, Gefresse habe ich noch ohne Ende. Dann haben wir das zumindest wieder einigermaßen sortiert hier. Bei dem Unfall ja aber schnell ausgebessert, ging doch. Gott sei Dank. Willst du nochmal vielleicht? Nehmen gleich Anlauf wieder. So. Ein Hamburger habe ich noch dabei. 24 Wooden Platforms. Was soll ich denn damit eigentlich? Wieso habe ich die immer dabei? Pack die heimlich mal oben rein. Also ich sag's dem Tobi nicht, dass ich da so einen Scheiß reinschmeiße. Jetzt kriege ich wieder irgendwelche Gruppeneinladungen bei Steam. Bitte nicht. So, eine Veggie-Soup. Haben wir die nicht? Haben wir die nicht hier? Veggie-Soup? Milchkarton. Hardstyle Techno Hard. Alter, jetzt krieg ich die ganze Zeit wieder Steam-Gruppeneinladung. Ich muss mal die Steam-Oberfläche. Ja, gut, dann hat die Folge heute leider ein bisschen doof geendet. Das tut mir echt leid, aber das. Passiert, wenn man so ein riesiges Ding in der Hand hat. Ja, manchmal feuert es einfach los. Weißt du, da kann ich nichts gegen machen. Manchmal geht's einfach durch. Weißt du, wie es ist? Hat man keine, wieder mit deinen Knochen rum. Hat man keine Kontrolle mehr darüber. Einfach dann wie so ein Feuerwehrschlauch. Einfach. Ja, und in der nächsten Folge suchen wir den nächsten Planet, bis wir diesen blöden Heimatplaneten gefunden haben. Aber das muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein. Es muss doch einfach. Tobi, bitte baue mich auf mental. Ich weiß, ich bin verzweifelt. Ich verliere langsam die Hoffnung. Ja, in der nächsten Folge wird super. Tschüss. Tschüss.